Hallöchen! Im heutigen schnellen Call of Duty Cold War Video präsentiere ich euch alle versteckten Aufgaben für den Multiplayer. Die sogenannten Dark Ops Aufgaben sind ein bisschen schwierig, aber dafür bekommt ihr eine coole Visitenkarte für jede Aufgabe. Und wie ihr die erhalten könnt und ein paar kleine Tipps erfährt jetzt gleich hier im Video. Natürlich könnt ihr nachgucken im Hauptmenü unter Herausforderungen, welche ihr bereits habt. Da könnt ihr normale erfüllen oder auch die dunklen Operationen. Da habt ihr eine große Auswahl an verschiedenen, Visitenkarten, die ihr freischalten könnt. Und wie genau, erfährt ihr jetzt. Relativ einfach, aber trotzdem relativ schwierig. Hier die ersten drei Visitenkarten. Dafür braucht ihr einmal unnachgiebig, brutal und auch hier eine Nuklear. Bedeutet 30 Leute töten auf Streak, dann bekommt ihr auch alle drei. Die Aufgabe ist wirklich schwierig, aber mit einem guten Team und mit ein klein wenig Glück bei der Lobby kann man die auch hinbekommen. Dann geht es natürlich weiter mit den Multikill-Medaillen. Dafür bekommt ihr einmal für den 5-fach-Kill, 6-fach-Kill, 7-fach-Kill, 8-fach-Kill für die Abschlusskette jeweils immer eine Visitenkarte. Mein Tipp dafür, spielt am besten Hardcore, dort könnt ihr Leute One-Hit killen, dann habt ihr auch weniger Probleme damit. Dann hätten wir eine Aufgabe, Leute unter Wasser töten, Gegner am Land. Tja, ganz einfach, ihr spielt auf Armada, macht 25 Abschüsse unter Wasser, egal in wie vielen Runden und fertig. Danach hätten wir noch Hardvibe, auch relativ einfach. Ihr müsst im Team Feuertrupp, bei Schmutzige Bombe, bei den Modi, keine Ahnung, echt komischen Name. Da müsst ihr dann 4 Leute töten, alleine und ein Team eliminieren, geht auch relativ einfach. Dann hätten wir hier noch Back to You. Zurück zum Absender. Die Aufgabe kennt ihr vielleicht von Call of Duty. Gegner wirft eine Handgranate, ihr hebt die auf, wirft sie zurück, tötet ihn damit und fertig. Dann hätten wir noch hier Nuke Out. Da müsst ihr eine Nuklearmedaille erreichen, ohne Killstreaks, in Frei für alle. Bisschen schwierig, aber kann man auch machen. Natürlich habt ihr dafür lange, lange Zeit und ich wünsche euch dabei auch viel Glück. Gleich hier bei der nächsten Aufgabe. Eine der schwersten und übertriebensten Aufgaben überhaupt. Nuklear mit 21 verschiedenen Waffen. Mit jeder Primärwaffe momentan hier in Cold War. Ja, die Aufgabe nur für Hardcore-Gamer. In Infinite Warfare oder AWE hätte ich die Aufgabe geschafft. In Bio 4 war ich knapp dran, da gab es auch eine ähnliche Aufgabe. Wirklich ein bisschen schwierig und übertrieben. Ich denke mal, die Entwickler werden die noch ein bisschen runterschrauben. Aber ja, nuklear mit jeder Waffe. Danach hätten wir dann noch eine weitere Aufgabe. Da müsst ihr halt unter Wasser euch befinden, am besten auf der Karte Armada. Und dann jemanden in die Luft jagen, der gerade sich im Boot befindet. Und das halt 5-mal in 5 verschiedenen Runden oder wie viele Runden auch immer. Und wenn ihr alle Aufgaben geschafft habt, bekommt ihr am Ende die Dark Ops Meisteraufgabe und bekommt eine animierte Visitenkarte. Die erinnert mich ein klein wenig an die von Infinite Warfare, die war auch cool. Aber ja, langer Grind, lange, lange Arbeit und auch ein bisschen schwierig. Wenn ihr aber alle schafft, werdet ihr am Ende dadurch belohnt. Ihr bekommt natürlich bei jedem auch EP. Und wenn ihr die nochmal nachlesen wollt, ich habe unten nochmal eine Liste auf Deutsch reingeschrieben. Gerne abchecken und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich werde ich alle probieren hier in Call of Duty Cold War. Aber dann, meine Freunde, wünsche ich euch mal Good Luck und natürlich haut rein und bis zum nächsten Video.